So, wir haben uns jetzt dieses ziemlich aufschlussreiche Videoband angesehen, wo wir einerseits das Handy gehört haben, das geklingelt hat, und dann genau eine Minute verging, bis der Zwischenruf von Nakayama kam. Also das war schon mal sehr verdächtig und klingt so, als würde da ein Trick verwendet. Und wir haben jetzt auch schon rechts sieht man es 89% der AP, also dürfen uns nur noch so zwei Stichwörter fehlen. Und ich würde auch direkt mal vorbeischauen und was probieren wollen. Denn wir haben ja aus dem Video ein paar sinnvolle Stichwörter bekommen. Da will ich mal sehen, ob sich da vielleicht was zusammenfügen lässt. Da hätten wir nämlich hier die Aufzeichnung auf der Kassette. Was würde denn dazu passen? Verband, Schweiß, Applaus. Ja, vielleicht dieses Handy-Klingeln noch, dass es damit getimed war. Mit diesem Timer, der an dem Rekorder dran ist. Und, ja, Nakayamas Zwischenruf. Das würde doch passen. Probieren wir mal, ob wir mit den dreien hier vielleicht ein neues silbernes Stichwort bekommen. Logisch wär's ja. Und es hat auch geklappt. Wunderbar. Ah ja, da steht's auch. Sein Zwischenruf wurde aufgezeichnet. Ah, haben wir's also richtig. Er hat das wäre das Unauffällige, also er hat's ja dann wahrscheinlich überspielt, nachdem er denn die erste Hälfte die Szene aufgenommen hatte. Meinte er ja, oh nein, das war so peinlich, das habe ich überspielt. Aber er wollte natürlich nur seinen Trick löschen, also seinen Beweis praktisch. Hat er ganz geschickt gemacht. そして中山さんのヤジ。そういえば中山さんが持っていたレコーダーはタイマー付きだったはずだ。あらかじめ着信音とヤジをテープに吹き込み、タイマーでタイミングを測って再生させる。その後幕外中に会場を録音することで証拠を消したに違いない。 Ja, genau so hat er es nämlich gemacht. Den Beweis vernichtet. So, gut. Ich würde sagen, wir gehen dann noch erstmal weiter, weil uns ja noch zwei Stichwörter fehlen und dann bekommen wir vielleicht nicht alle zusammen hier bei den Bronzenen. Kann man hier vielleicht nochmal reingehen? Nee. Aber Conan meint ja auch, dass wir einen Beweis noch suchen müssen oder zumindest vor dem Täter finden müssen, bevor er sich dessen entledigt. Ich würde sagen, gehen wir mal zum Backstage-Bereich, der war ja im Erdgeschoss. Ja, rechts nicht, im Stuff-Bereich. Gucken wir mal, ob wir hier auf der Bühne was finden. Oh ja, jetzt sieht man auch, wie der Vorhang zugezogen ist. Können wir den vielleicht untersuchen? Na, hier scheint nicht zu sein. Vielleicht hier wurde Schwert umgeschleudert wurde nochmal. Oder hier bei der Treppe? Scheint noch nicht zu sein. Na gut. Wo können wir sonst noch hin? Vielleicht nochmal in eine Lobby oder... Vielleicht ist hier nochmal jemand. Ah, wir sollen bei Frau Sato vorbeifragen, ob sie irgendwas hat. Gucken wir doch mal. Hallo, Frau Sato. Hallo, Konan-kun. Was ist denn? あのさ、第1幕で佐藤刑事が掴んだ折れた剣先って持ってる? Ah ja, das suchen wir. Genau, sie hat es ja gefangen, diese Schwertspitze. え?え、持ってるけど、どうするの? Na, dann haken wir hier mal direkt nach. Die wollen wir doch haben. Das passt doch. 高木刑事が調べてみたいって言ってたから、ちょっと貸してほしいんだ. Ja, wir wurden mal wieder beauftragt. Ja, wenn es nämlich um Takagi geht, dann kann sie nicht Nein sagen. Das sehen wir ja gleich. あれ?この剣先、こんなところに線が入ってるよ。Ja, da haben wir auch wieder das berühmte Are, Arere von Conan.
In Episode 514 treibt er damit der Kokoro in den Wahnsinn. Ara, honto. Nani kashira? Nanda ka kezutta ato mitai da yo ne. Kezutta ato te. Hajime kara oreyasui youni saiku sarete itta. Ja, jetzt ist es auch Sato aufgefallen. Das Schwert wurde offensichtlich präpariert. Na, da haben wir's ja. Kanshiki-san ni kuwashiku shirabete moratta hou ga ii kamo ne. So ne. Sono hou ga yosasou ne. Gut, da haben wir ein weiteres Stichwort. Yoshi. Ato wa ano oreta ken no e no hou ga mitsukareba. Mada ano hito no te ni watatte ne daro na. Brauchen wir jetzt noch das letzte Beweisstück für die letzten 6%. Und ich vermute mal, jetzt müssen wir auf die Bühne. Hat sich da vielleicht was getan? Müssen wir hier rein, nicht? Ja, genau. Und hier kommt jetzt auch eine Szene. Okashina. Konohen ni nagestete ita hazu nan dakedo. Shikata ne. Staff no hito ni kiite miru ka. Der ist ja immer sehr hilfsbereit, den fragen wir doch mal. Ah, da ist er ja auch. Hallo, Herr Stassan. Ne, Onii-san. Oja, Boya, konda nandai? Kamen-kishi ga suteta ken no e te doko ni aru ka shitteru? Ken no e? Ah, Tajibana-san ga otta are ka. Sollen wir hier nachhaken? Ich lasse es erstmal. Ist auf jeden Fall irgendwie verschwunden. Hacken wir hier mal nach. Das ist zwar nicht gut. So, Eva. Sakki, koko de atta Nakayama-san ni mo onaji koto kikareta kedo. Aha, das ist doch sehr verdächtig. Also sucht er wahrscheinlich schon danach. Ano hito mo kiita tte koto wa. Mada shori sarezu ni doko ka ni aru nda. Also heißt es, entweder jemand anders hat es irgendwie verschwinden lassen oder versteckt für ihn? Also vielleicht arbeitet die Arisawa mit ihm zusammen oder wollte ihm helfen und sie weiß davon in Wirklichkeit von dem Mord. Das klingt doch schon mal sehr interessant. Dakedo, ittai doko ni? Ken no e ga korogatteru toki, dare ka soba ni ita? Dare ka ita yo na kimo suru kedo. Also das ist jetzt riskant. Wir haben noch 5 Punkte bei Detective, bei den Detective Points und jetzt kriegen wir hier eine Anfrage, bei die einsetzen wollen, die Detective Action. Aber er ist nicht so unsicher. Na, ich weiß nicht. Er nicht. Der erinnert sich auch nicht. Vielleicht hätte er sich erinnert, wenn wir nachgehakt hätten. Na! Mada makutte aketara dame nano kana? Shimeta mama da to katazuke ga taihen de. Ja, das ist jetzt belanglos, oder? Ja. Okay, jetzt haut er ab. Mazui. E ga mitsukaranai to ano hito no hanko o rissho suru koto ga dekinai. Ano hito mo shouko o shobun suru tame ni sagashite iru hazu nan da. Nantoka shite ano hito yori hayaku e o mitsukenai to. Ah, vielleicht ist es hier unten, also bei den Zuschauerrängen. Da können wir doch mal hingehen. Ich glaube, bei den Zuschauerrängen unten im Erdgeschoss hier waren wir noch gar nicht. Das würde mir ganz gut passen, dass der Raum hier auch noch seine Wichtigkeit hat. Ah, Token da! Wir haben ein Token gefunden, hat sich auch schon mal gelohnt. Ja, wäre auch praktisch, wenn es so eine Token-Anzeige gäbe, also wie viel man noch braucht. Ach, jetzt ist der Stuff dann wieder da. Hallo. Ne, Onii-san. Oja, Boya, konda nandai? Kamen-kishi ga suteta ken no e te doko ni aru ka shitteru? Ken no e? Ah, Tajibana-san ga otta are ka. Na, ich geh nochmal weiter hier. Ichimaku no aida wa tashika ni sodeguchi ni korogatte ita nda. Makuai ni hirou to shita toki ni wa mou nakatta nda yo. So, Eva. Sakki, koko de atta Nakayama-san ni mo onaji koto kikareta kedo.
あの人も聞いた。だけど剣の絵、誰かいたような気もするけど。 Okay, ich versuch's mal hier jetzt nochmal nachzuhaken. Könnte ein Game Over geben? Ich probier's mal. Damit sind wir auch mal Game Over gegangen. Das soll auch mal vorkommen. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder. Nochmal beim Staff-san. Meitante Conan! Saikou no Partner! So, neues Spiel, neues Glück. Ich habe jetzt nochmal geladen nach dem Game Over und da, wo der Part hier angefangen hat. Und ja, Conan wird jetzt ein kleines Déjà-vu haben von dem, was er schon gemacht hat. Und wir jetzt nochmal den Staff-san ausquetscht. Ne, Oni-san! Oh ja! Ken-no-e? Ah, Tajibana-san ga otta, are ka! Es gab ja, glaube ich, noch zwei Möglichkeiten. Einmal hier und ganz am Ende vom Gespräch, wo er, glaube ich, meinte, es wäre schwierig, den aufzuräumen oder so, nicht? Also probieren wir es mal hier. Ich denke mal nicht, dass gleich 25 Punkte abgezogen werden. Insofern hätten wir noch einen Versuch. Okay. Dann müsste es ganz am Ende sein. So. Da sind wir Game Over gegangen. Ja. Na! So. Jetzt haben wir wirklich hier alles probiert. Sind einmal Game Over und jetzt fast nochmal Game Over. Das heißt, wir müssen hier nochmal nachhaken. Also, ich hab jetzt. Keiko-san, Keisatsu-no-sousa ga owaru made wa. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe doch jetzt gerade die Detective-Action-Taste gedrückt und es hat ein bisschen gedauert, bis der Ton kam. Aber interessant, da drüben ist anscheinend Keiko, also Frau Arisawa. Was macht sie denn hier? Achso, sie ist gar nicht da, sondern sie hat gesagt, dass wir den Vorhang so lassen sollen. Das ist schon wieder sehr verdächtig, es klingt schon wieder danach, als würde sie hier helfen. Hm. Also entweder wollte sie ihm helfen oder sie war selbst die Täterin. Aber das würde mit dem anderen allen nicht zusammenpassen. Also das denke ich mal wird nicht der Fall sein. もしかして Ken-no-e-wa-mada-kono-butai-no-doko-ka-ni. So, Staff-san. Oh, ich dachte jetzt, der ist hier, aber da oben leuchtet was. Das heißt, ist da oben jetzt das Schwert? Hatta! Da haben wir es also. Yoshi. Kore de subete no shouko ga sorotta ze. Ato wa kore ra o kumi-awasete suiri suru dake da. Ja. Das heißt, wir haben jetzt alle Stichwörter zusammen. Man sieht es auch mal rechts. Wir haben 100% AP. Wir müssen sie nur noch alle zusammentun. Das heißt, ab jetzt heißt es Schlussfolgerungsmodus aktivieren. Und alle nach der Reihe durchgehen. So, ich habe an dieser Stelle jetzt doch nochmal geladen. Nachdem ich eben einmal das probiert habe mit den Stichwörtern. Und ja, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil es ein bisschen uneindeutig war an manchen Stellen. Und ich werde auch gleich zeigen, warum. Aber ich habe mir jetzt alles nochmal aufgeschrieben, wie es wirklich lautet, weil es wird sonst nur zu großes Rumprobieren und zu lange Arbeit beim Schneiden. Deswegen haben wir jetzt alle Stichwörter zusammen und ich tue die nochmal zusammen und erkläre noch ein bisschen was dazu. Also einmal der Applaus der Zuschauer. Also ich komme dann auch gleich dazu, was mich irritiert hat. Die Macher haben sich so eine kleine Gemeinheit hier ausgedacht beim Schlussfolgerungsmodus, muss man so sagen. Also da komme ich dann gleich drauf zu sprechen. Ja, ein Schwert. Und das Schwert. Das müsste jetzt ein silbernes Stichwort sein. Das hier hatte ich auch tatsächlich, glaube ich, auch nach relativ kurzer Zeit zusammenbekommen. Das Problem war ein anderes Stichwort, beziehungsweise mehrere andere Stichwörter. Okay,
本物のアクシデントが起こってしまった。折れた剣先が客席に飛び込み、佐藤刑事がキャッチしてしまったんだ。もしかしてあの時の観客の拍手をあの人は勘違いしているのかもしれない。 Ja, er hat ja den bestimmt Nakayama nachhinein behauptet, dass er diesen Applaus der Zuschauer gar nicht verstehen kann, weil der Tachibana so schlecht gespielt habe. Aber in Wirklichkeit hatte das Publikum ja applaudiert dafür, wie Sato die Schwertspitze gefangen hat. Also er hat es falsch verstanden, weil er sich nicht umgedreht hat. Er stand ja immer noch in Richtung Bühne gedreht. Tashika, Kishi wa ano toki kankyakuseki ni taishi ushiro o muite ita. Ja, genau. Er war nämlich der Ritter, der zur Bühne gedreht war. Und Nakayama, wenn er im Publikum gesessen hätte, hätte er es eigentlich mitbekommen müssen, wie Sato die Schwertspitze gefangen hat. Oder zumindest diesen Unfall überhaupt bemerken müssen. Da er aber der Ritter war, hat er es nicht bemerkt. Soka. Dakara ano hito wa ano toki anna iikata o shitan da. Ja, da hat Conan mal wieder aufgepasst. Und der Nakayama hat sich verbrabbelt. Okay, dann das nächste. Ab hier fängt es jetzt nämlich so ein bisschen an, konfus zu werden. Es sind ja noch 6 Stichwörter übrig. Das heißt, rein der Logik nach zumindest, müssten sich daraus genau 2 silberne Stichwörter ergeben. Die Sache ist jetzt aber... Links, der Flussfolgerungsknopf ist bei einem Stichwort noch grau. Aber... Sobald 2 Stichwörter zusammenkommen, wie hier der Verband und der Schweiß, ist er schon aktivierbar. Und das hat mich irgendwie fertig gemacht, weil ich hatte schon fast damit gerechnet, dass es geht, auch 2 Stichwörter nur zu kombinieren. Aber das hat dann zu lange gedauert, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme nochmal neu gestartet hierfür. Und da haben wir auch schon das nächste Stichwort, und zwar, dass er nicht im Publikum war. Matarashii hotai to Nakayama-san no makuai chuu no ase. Kurai no kiita gekijou de kangeki shite ita no ni mo kakawarazu, ano hito wa tairyou no ase o kaite ita. Mate yo. Ano toki Nakayama-san wa kizuguchi ga hiraita tte itte ta na. Kyakuseki ni suwatte geki o mite ita dake de kizu ga hiraita no ka? Yappari. Nakayama-san wa ichimaku no aida kyakuseki o hanarete dokoka de nanika o shite ita no ka? Eben, da hatte was nämlich. Allein durch Rumsitzen geht die Wunde nicht so schnell auf. Gut. Dann dürften jetzt nur noch 2 fehlen. Das sind jetzt nämlich 4 Stichwörter übrig. Und das sind 2x2. Und zwar haben wir da einmal Nakayama war früher Schauspieler. Und dann noch dieser... Moment. Also der Abstand zwischen dem Handyklingeln und der Kassettenaufzeichnung oder deren... Zwischenruf von Nakayama. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Ich habe mir jetzt auch nur die Verknüpfung gemerkt, also aufgeschrieben. Ja, genau, das war ein Alibi-Trick, dieser aufgenommene Zwischenruf von Nakayama. Nakayama-san war Engi-ryoku ni teihyou no aru moto kishi-yaku datta. Keitai no chakushin-on kara yajima de no aida ga seikaku ni 1 分間 datta koto. Nakayama-san ga kishi-yaku o yaru koto wa kanou datta. Keitai no chakushin-on ga yajima de no aizu da to shitara, sono aida ni ano hito wa ken o oru engi o shite misetta wake da. Ano yaji wa engi-ryoku ni teihyou no aru Nakayama-san datta kara dekita aribai kousaku nan da. Tja, da haben wir jetzt auch schon sein Alibi. Dann fehlt nur noch das hier zu verknüpfen. Tachibanas Fähigkeiten und die DVD, die verkauft wird. Und dann sind wir alle bronzenen Stichwörter los und haben nur noch silberne. Dann beginnt das Spiel nochmal von vorne. Aber auch da habe ich mir schon Notizen gemacht. Denn da gibt's auch nochmal ein 2er Stichwort. Chirashi ni notteita ita oshibai no DVD. Tachibana-san ni wa keiei nōryoku ga atta. DVD の発売も立花さんが考えた。資金調達の一環なんだろうか。だとしたら、あの人はこのことに気づいていない可能性がある。Ja, genau. Jetzt haben wir alle Silberne zusammen. Das heißt, das sind ganz schön viele. Und wir haben noch kein Goldenes. Dann machen wir nochmal aus Silber Gold.
So, was haben wir denn mal? Also, das erste ist, der Ritter ist jemand anderes. Zusammen mit Nakayama war nicht Publikum. Und was war das letzte? Ah ja, das hier. So, dann müssen wir jetzt das rausbekommen, dass Nakayama praktisch im Ritterkostüm war oder so. Also auf jeden Fall nicht im Publikum, war der Ritter und die Prinzessin hat es denn bemerkt. Mal gucken, was jetzt hierbei rauskommt. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, okay, einfach nur... Ja, wir hatten ja bei dem Silbernen die Frage, ist Nakayama wirklich der Ritter? Und jetzt haben wir es praktisch als Aussage. Okay. Kishi ga hoka no dareka da to shite, ichimaku chuu kyakuseki ni inakatta to sareru Nakayama-san. So shite, o hime-sama to kishi ga deatta bamen de no yokisenu dekigoto. Kono 3 no koto kara michibiki daseru shinjitsu wa tada 1つ. Machigai nai. Dai 1 maku no kamen kishi wa Nakayama-san ga enjite ita nda. Wunderbar. Dann haben wir schon das erste goldene Stichwort. Es fehlen noch zwei weitere. Und zwar... Nehmen wir mal die beiden Zwischenrufe zusammen. Einmal, dass er den Zwischenruf aufgenommen hat und einmal, dass der Zwischenruf sein Alibi war. Und das tun wir dann zusammen mit dem... Nein, nicht hiermit. Entschuldigung, da habe ich nicht verdrückt, sondern mit dem Unfall. Denn er hat sich praktisch das Alibi gemacht. Aber das Alibi war insofern Mist, weil er ja, den Unfall da nicht mitbekommen hat mit der Schwertspitze. Da ist was nicht nach Plan verlaufen. Gucken wir mal, was unser zweites goldene Stichwort ist. Ja, der Alibi-Trick. Maemotte rokuon sare. Ja, das eine war geplant und das andere ungeplant, genau. けれど あの人のレコーダーにはランとその子の会話が録音されていただけで第1幕の音声は残ってなかった。つまり初めから1幕は録音されてなかったわけだ。あの人が消したかったものは予定された悪事件とのための合図とヤジ。その時予定外のアクシデントが起こってしまった。 細工がバレないように回収する予定だった剣先が客席に飛び込み証拠として残ってしまった。舞台上に捨てた絵の部分も見当たらず、あの人は焦ったはず。絵をあの場所に隠したのは間違いなく有沢さんだ。Aha, das haben wir jetzt auch, also dass Arisawa das da versteckt hat, das Schwert. Sehr gut. 彼女は騎士があの人だっていうことに気づいていた。 Ja, genau, sie hat es nämlich bemerkt und damit auch durchschaut. Dakara, Keisatsu ga kaeru made, maku o akeru na to staffu ni iinokoshita. Soshite, hannin de aru ano hito o kabau tame ni, shoukohin no e o kakushitanda. Ja, das ist natürlich auch nicht so gut. Sie wollte den Täter decken, wissentlich. Mal sehen, was sie denn für eine Strafe erwartet. Ja, viel bleibt jetzt nicht mehr übrig. Nochmal so ein Zweierding. War, wie das Theaterstück aufgezeichnet wurde, auf der Kassette oder auf dem Tonband und der Beweis, der nicht merkt. Dann ist das hier unser letztes goldene Stichwort. Naja, der Beweis auf dem Tonband. DVDとして発売するために、お芝居を撮影していたテープ。そして あの人は撮影されていることに気づかずに証拠を残してしまった。このテープに収められている決定的な証拠をあの人の口から引き出すことができれば犯行を立証することができる。Gut, jetzt haben wir alle Stichwörter zusammen.
Mal sehen, was jetzt kommt. Oh, gar nichts. Hatte ich jetzt erwartet. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwohin zurückgehen. Oder einfach nur den Raum verlassen. Dann speichere ich nochmal. Ich habe jetzt nochmal gespeichert, kurz bevor ich nochmal probiert habe mit den Schlussfolgerungen. Das heißt, wir sind jetzt auf Platz Nummer 7. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part, der vielleicht auch schon der letzte ist. Mal schauen. Ja, bis dahin. Ja, der wahre Täter ist da, wer könnte es nur sein? Arisawa? Ach, wir haben jetzt eine Auswahl. Das wird jetzt interessant. Wen haben wir denn zur Verfügung? Frau Arisawa. Dann natürlich Nakayama, das ist ja unser Kandidat. Oh, wir können auch Ran als Täter hinstellen, das ist schon mal interessant. Sato, ja, die Polizei kann ja auch mal einen Mord begangen haben. Sonoko, wen haben wir noch? Instaf-san. Takagi. Tachibana, dann wird es wohl ein Selbstmord sein, also die Option gibt's auch. Ja, und wieder Arisawa. Also ich werde natürlich Nakayama nehmen. Aber da kommt mir eine Idee. Ihr könnt ja mal vorschlagen, wen ihr denn gerne als Täter hinstellen würdet. Dann kann ich das ja mal machen. Mal sehen, was denn passiert. Also ich nehme mal an, wir gehen in Game Over, weil es gehört sich natürlich nicht als Detektiv, jemand Unschuldigen zu überführen. Aber wenn ihr mal unbedingt jemanden einem Mord anhängen wolltet, dann können wir das natürlich machen. Zum Beispiel Sonoko aus Harpgear. Sie hat ja nicht genug Geld, hat sie einfach mal einen hübschen Schauspieler ermordet. Oder vielleicht war sie eifersüchtig. Und ich würde sagen, ich mache im nächsten Part dann erstmal Nakayama. Und ja, kann dann vielleicht noch, wenn das Spiel dann zu Ende ist, einen Bonus-Part machen, wo wir dann einen Unschuldigen nochmal überführen und des Mordes bezichtigen. Na, mal schauen. Also dann, bis zum nächsten Part, da stellen wir dann den Nakayama endlich. Macht's gut!